ja. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Frage-Antwort-Video am Freitag, den 3. Dritte. Dritte. Was geht ab? So, kommen Sie aus frischem Urlaub wieder, ne? Du bist braun geworden. Ein bisschen schon. Ein bisschen. Aber, Herr Kubik! Hallo. Was hast du für eine schicke Hose an? Die ist neu. Ist eine schicke Chino, Junge. Findest du gut? So ein bisschen auf Jogginghose so. Ne? Man geht hier auch so Bänder und so. Aber, nee, finde ich gut. Ach, ne? Ja, ja? Also die sitzt schön locker. Ich habe die auch noch in Grau. Also kann ich demnächst dann nochmal präsentieren. Und was hast du für Flecken an der Stelle? Das erkläre ich später. Aber du hast hier ein bisschen Fusseln. Ich brauche Panzerband einmal. Also ja, ich bin gefühlt wirklich noch nicht mal 12 Stunden. Doch, ich bin fast 24 Stunden bin ich wieder zurück in Deutschland. Und dementsprechend fühle ich mich auch. Ich fühle mich ziemlich überfahren. Aber das bringt ja nichts und nützt ja auch nichts. Wir machen trotzdem ein Frage-Antwort-Video mit zwei sehr stillen Leuten. Ne? Pony sitzt vor mir. Ich frage, was geht ab? Und Pony macht so. Hä? Wie still? Ich habe dich doch angesprochen. Normalerweise bin ich nicht still. Eigentlich nicht, das stimmt. Aber muss noch ein bisschen wach werden hier. Na. Okay, auch geht's. Wir machen heute mal ein klassisches Frage-Antwort-Video. Habt ihr denn Fragen? Ich denke schon. Also wir haben ein paar Fragen hier. Das ist mal die halbe Miete. Hast du eine Bucketlist? Und wenn ja, wie viel Prozent hast du davon schon erreicht? Mein Leben ist so crazy und so rasant, dass ich ja eigentlich gar keine Bucketlist führen kann, weil die Sachen, die ich bis jetzt erlebt habe, die waren ja nie auf der Liste drauf. Sag ich ganz ehrlich, weil da sind so viele Sachen bei, die man sich nicht trauen würde, auf eine Liste drauf zu schreiben. Zum Beispiel die Sache, die ich jetzt übernächste Woche mache. Ne? Der Kubik nickt auch. Obwohl die war auf der Bucketlist. Ja, aber die Sachen sind ja teilweise so weit weg von überhaupt möglich. Umsetzbar. Dass man, die schreibst du auf so eine fiktive Liste, wo du sagst so, wenn das passiert, dann ja. Mhm. Aber alles gut? Mal, ja, aber jetzt mal so, Bucketlist, ne? Ja. Das muss doch jeder hat mal ein paar so Sachen, die man auf jeden Fall mal drauf, also, oder ja. gemacht haben möchte. Oder hast du noch etwas, was dir fehlt im Leben, so was du unbedingt mal erlebt haben möchtest? Geht ja auch vielleicht um Besitztümer. Ja. Da fällt mir was ein direkt. Ja, ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, aber sollte man das sagen? Ich weiß nicht. Ja, ob man es sagen müsste, aber es ist theoretisch auch verpackt. Ich merke erst, wenn ich die Fusseln wegmache, wie dreckig diese Mütze ist. Weil ich mache die Fusseln weg und denke mir so, das sind doch auch Fusseln, oder? Nee, das ist einfach Dreck. Ja, also ich würde gerne ein Haus in Los Angeles haben. Meinst du das, Julian? Ja! Ah, okay. Das wäre so auf meiner Bucketlist auf jeden Fall drauf, was ich gerne noch erleben würde. Was wäre noch auf dieser Liste drauf? Ein Hund haben. Ein Hund, also das Leben so haben, dass ich einen Hund haben kann, das ist vielleicht sogar ganz oben drauf. Und ich hätte auch gerne eine Partnerin in meinem Leben, aber ich muss auch in der Lage sein, das alles so zu machen. Ich hätte auch gerne eine Partnerin. Ich hätte gerne eine Partnerin, einen Hund, ein Haus in Los Angeles. Ah, okay. Das ist auch eigentlich noch realistische Wünsche. Findest du? Ja, schon. Aber sonst... Ich selber habe für mich auf jeden Fall mehr so an Habgütern so oder an Hab und Gut erreicht, als ich jemals auf so eine Liste drauf geschrieben habe. Ich erinnere mich noch, boah, jetzt bin ich sehr, sehr offen, wo ich jünger war, dass so Träume waren wie einen Neuwagen mal besitzen oder eine schöne Wohnung haben. Das waren die Top-Dinger so. Für einen Typen, wo das die Top-Dinger waren, das waren sie, ne, für ganz viele Jahre, bin ich jetzt aus dieser Liste rausgeschossen. Kann man so sagen. Und somit habe ich mich damit auch gar nicht mehr groß beschäftigt. Aber vielleicht ist aber auch ein wichtiger Punkt, dass man das im Leben so hat. Aber ich habe ja drei Sachen. Ja. Ein Hund wär schon ziemlich cool. Das muss ja immer weitergehen. So. Es ist immer wieder geil, auch zurückzuschauen, was man schon früher sich gewünscht hat und was man halt doch erreicht hat, dass auch mal das wieder klar wird. So. Ich muss sagen, also krass gesagt, das haben wir jetzt mit Peter zum Beispiel erlebt. Mhm. Der hat zum Beispiel also eine alte Story hat er gepostet gehabt von der Kamera, wie er sich gefreut hat, Setups zu haben. Und jetzt guckt man einfach von jetzt mal zurück, dann denkst du so, eigentlich Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Diese ganze Wahrnehmung verändert sich halt mit der Zeit dann. So. Oder vor 3 Jahren hast du was gepostet gehabt auch oder so? Hast du ein Traummotorrad R6? Genau die Maschine, die ich jetzt habe. Genau die Maschine. Identische Maschine gepostet. Das ist so geil, dass man... Verrückt, ne? Das ist echt verrückt. Also, wenn man einfach und damals habe ich wirklich gesagt, das ist unrealistisch. Unrealistisch, komplett. Und ich denke, bei dir ist genauso. Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, da fällt mir noch was ein, was ich gleich erzählen wollte. Das ist mir noch wichtig. Und zwar... Dieses Unrealistische, da bin ich ja für mich wirklich massiv raus, ne? Dass das sehr, sehr unrealistisch ist. Aber da ich ja als Typ, da gab es geile Kommentare, dass ich jetzt Werbung mache, ich mach's nicht.
Ich mach's nach dem Video. Ich trinke jetzt erst nochmal was. Ich mach's nach dem Video. Aber mein normaler Prozess wäre jetzt eigentlich, weil wir haben ganz viel morgen, dass ich jetzt anfange. Sag mal lustig mit deinen Trichtern da. Und genau. Ich mache jetzt den ersten Teil meiner normalen Getränke. Ja? Das ist keine Werbung hier, das ist hier normale Medizin. Also, auf jeden Fall. Warte. Und zwar unternehme ich ja viel mehr als früher. Ne? Viel mehr. Ich gehe raus und lerne Leute kennen. Das lach doch nicht, Fabian. Das ist immer mein Tageshighlight, wenn der Krämer das hier immer macht. Der nimmt die Pulle, er fängt an, was zu erzählen, redet. Und dann merkst du einfach, dass er dann in dem Moment merkt: Warte, ich komm mal rüber. Das reden und jedes Mal das Gleiche: die Pulle. Und dann redet er und dann sagt er ja und dann. Eins, zwei. Und dann denkst du dir: Okay. Du machst das ja, du weißt das ja jetzt, ne? Dann nimmt er die zweite Flasche und macht genau das gleiche wieder. Ja, und, achso Jungs, übrigens was noch wichtig. 1, 2, 3. Ja, jeder hat seine eigene Art. Natürlich. Nein, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt. Dann lerne ich Leute kennen, die fern sind oder ein bisschen was mit zu tun haben, was ich so tue, ne? Als Firma. Aber dann merke ich, dass die Leute, und dann merke ich ein bisschen so einen, doch, ich sage es ganz ehrlich, ein bisschen gekränkter Stolz, was ich früher so nicht gehabt hätte, dass die keine Ahnung haben, was wir machen und wie groß diese Firma ist und wie erfolgreich doch diese Firma ist. Und das sind Leute, die relativ nah dran waren, aber da, weil ich so verschlossen bin und die nicht drauf gucken, beschäftigen sie sich dann mit nicht. Das sind meine ersten Worte heute. Und zwar sehr viel Englisch die letzten Tage. Und dann merke ich, dass ich dann doch ein Bedürfnis habe, die Leute aufzuklären, was wir so machen. Plus, gleichzeitig höre ich dann, und das ist echt krass zu hören, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Ich habe gedacht, du wärst ein assigerer Typ. Okay. Ja, das ist, ja. Oder dümmer. Oder plumper oder so. Ja, ja, ja. Und dann denke ich mir, wow, das bedeutet ja, dass da draußen sehr viele Menschen eine Meinung von mir haben. Die Leute, die das hier gucken, ich denke, die haben einen Gefühl dafür, wer ich bin und was wir so tun und können das einschätzen. Aber da sind sehr viele Menschen da draußen, die denken über mich, vielleicht vertue ich mich auch und ich bin wirklich so, aber die denken über mich, dass ich ein ziemlich dummer, assiger Typ bin. Und das sind wirklich nicht wenige. Ich gebe mir schon relativ viel Mühe und ich glaube, ich kann auch bestätigen, dass ich das wirklich nicht bin. Kommt aber, glaube ich, daher, dass wenn du zum Beispiel so einen Schnipsel aus so einem Video nimmst, wo gerade so eine lustige Situation ist, wo gerade irgendwie Spaß und Scheiße gemacht wird. Absolut. Und dann ist das dieser 15-Sekunden-Clip, den haben die irgendwo online gesehen, den Typen sagt kaputt, fertig. Der Käppi, dann bist du das. Ja. Aber die anderen 47 Minuten aus dem Video haben die gar nicht gesehen. Genau, aber trotzdem, wenn du der Typ bist, weil das, glaube ich, könnt ihr nicht so nachvollziehen, dass die Menschen so eine Meinung haben über einen dort draußen. Dann denkst du dir, boah, ich muss das klarstellen irgendwie. Irgendwie muss das klarstellen. Ich habe gerne Spaß und ich mache auch gerne alberne Sachen. Aber man kann ja beides machen so, ne? Also man kann ja so und so. Entweder müssen die Leute länger hingucken, um sich wirklich eine Meinung bilden zu können. Das wäre aber eine erzieherische Maßnahme, die ich nicht verlangen kann von dem Publikum dort draußen. Aber es ist viel. Also wirklich viel. Und da, wenn du dann wirklich mehrere Male so gesagt bekommst, so, oh, ich habe dich ganz anders eingeschätzt. Dann denkst du dir so, Das lässt sich schwer vermeiden, wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst. Es Voll. Gibt auch viele, die einfach eine Figur spielen und dann halt die Figur durchgehend spielen und da halt ganz anders sind. Voll. Und das sind halt die wenigsten und die engsten Menschen. Ja, aber wie gesagt, das war so jetzt letzten Monate so eine Thematik, die ich unbedingt nochmal erzählen wollte, eigentlich in mehreren Frage-Antwort-Videos schon. Mhm. Und die mich halt schon beschäftigen, wo ich mir denke so, boah, aber ich glaube, das Problem ist das Facettenreiche, was aber wiederum eigentlich der Vorteil ist, dass du in den ganzen in verschiedenen Bereichen so stattfinden kannst, dass du eben nicht nur der Kaspar Kopp bist, der vor der Kamera die Scheiße baut, sondern auch dann technisch Sachen erklären und so. Aber das Problem ist dadurch, dass es so facettenreich ist, die haben ja nicht alle Zeit, sich alles anzugucken. Und Menschen glauben auch nicht, dass es so facettenreich sein kann. Genau, weil die haben dann das gesehen und denken sich so, das ist er ja dann. Ja, genau. Und wie gesagt, das hat mich einfach beschäftigt so ein bisschen, wo ich dachte so, boah, da habe ich irgendwie, ich muss mir da Mühe geben, dass die Leute irgendwie länger hingucken, weil ich möchte natürlich weiterhin Spaß haben, ne? Zum Beispiel mit dem Typen dort unten. Mit Niklas. Ja. Ne? Also, ich würde am liebsten eine Szene von ihm einblenden, wo er. Ja, am liebsten würde ich jetzt, dass man ihn jetzt hört. Ja. Der Typ ist.
ist crazy. Der hat ein Aggressionsproblem. Voll. Das ist krass, ja. Ein wenig. Der ist komplett in sich. Ich habe gehört, er macht viel Yoga. Oh, der Typ macht mich fertig. Aber ich merke aber auch, der Jetlag kickt auch echt noch bei mir rein. Ich bin echt gerade. Flo auch. Ich hätte so eine passende Frage zu dem ganzen Thema. Ja, bitte. Was müssen gute Freunde über dich wissen? Dass wenn ich mich mit ihnen treffe, dass es für mich Stress ist und noch Aufwand ist. Weil ich merke, dass für viele Leute das Treffen etwas super Angenehmes ist und etwas Freies ist. Leute, die mich näher kennen, wissen, dass wenn ich mich mit ihnen treffe, dass es für mich immer noch eine Belastung und Stress ist. Jedes Mal. Auch wenn es nicht so aussieht, aber das ist es jedes Mal. Ich denke, das ist die Hauptsache, die aber Leute, die nah um mich rum sind, das sofort wissen. Die wissen, dass da muss man, glaube ich, nicht viel Feingefühl haben, um das zu verstehen, dass du weißt, das ist einmal Punkt 1, wo auch viele Menschen denken, boah, ich jetzt nicht mehr so viel in den Kommentaren, boah, ich würde mit JP super gerne mal einen saufen. Ne? Da denke ich mir so, okay, da habe ich was falsch gemacht, dass man das denkt. So. Aber ist es für dich angenehmer zu arbeiten? Ja, natürlich. Okay. Als was? Als rauszugehen, mit Freunden was zu unternehmen, das meinte ich jetzt. Ja. Ja, was? Sehr. Für dich nicht, ne? Unterschied, ja. Also für mich, obwohl... Nee, richtig, war, ist nicht schlimm. Also ich bin zwar dein Chef, aber das ist nicht... Du kannst ruhig sagen, dass du keinen Bock hast. Nein, ich sag ganz ehrlich, ich bin ja neidisch. Ich wäre ja gerne andersrum. Gerne. Aber ich muss ganz klar sagen, seit ein paar Monaten ist für mich der Freitag mehr Freitag, als es früher war. Ich freue mich auf jeden Fall. Mehr ist voll untertrieben. Früher war für mich der Freitagabend schlimm. Früher hat man am Mittwochabend schon gemerkt, wenn es Richtung Donnerstag, Freitag ging, dass deine Stimmung, weil du wusstest, dass Wochenende kommt. Wir brauchen auch eine Kamera irgendwann, weil der ich sag gar nichts mehr. Nein, aber jetzt ist ja doch, also je nachdem, was da Wochenende noch ansteht, ist schon auch teilweise Freude. Ja, Freude, auf jeden Fall. Das Wochenende ist für mich jetzt diese Zeit, dass ich jetzt auch verstehe, was Mitarbeiter haben so mit diesem Wochenende so. Das habe ich auf jeden Fall jetzt mittlerweile und es ist auch geil. Und macht es auch für mich einfacher als Chef, sagen wir in jedem Fall auch wieder, aber da lockerer auch zu sein, ich verstehe, okay, that's the point. Mhm. Ne? Und ja, auf jeden Fall. Ich finde es gut, es ist so eine gute Mischung bei dir, weil du liebst ja wirklich auch das, was du machst. Das ist ja das Wichtigste, weil du die meiste Zeit darin verbringst. Total. Ich mache es ja auch am Wochenende. Also, wenn ich abends da sitze zu Hause oder nochmal irgendwas raussuche, weil ich glaube, das wissen auch viele in der Firma nicht, diese Ideen oder diese Sachen, die so kommen, wenn ich dann ablade, das bestellen, das mache ich ja nicht, weil ich dann so sitze und mache so, ach ja, genau, das bestellen, sondern da ist ja Zeit zwischen, dass man sich überlegt, welches Auto, wie man was baut, welche Teile, wie das so ist. Und da setzt sich das halt dann so zusammen. Ne? Aber ich mache es ja auch wirklich. Und diese Zeit, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich jetzt einfach damit aufhören würde, wäre mir das egal oder so, das wäre nicht mehr so. Ich schätze das jetzt schon mehr, als ich es früher geschätzt habe. Und mein Beschützen dem gegenüber ist auch mehr. Gleichzeitig in der aktuellen Phase, muss ich auch sagen, ist das Beschützen aber auch anspruchsvoller geworden. Ja. Mhm. Weil, ja, guter Punkt. Dann, genau, Punkt. Habt ihr noch eine Frage? Ja. Nein, also das ist der Punkt, halt, wo ich auch drauf zurückkaufen wollte, weil ihr gefragt habt, warum wenn man Freizeit so liebt und sonstiges. Aber das gibt es halt so, wie du gesagt hast, wenn man es liebt, ne? Bei mir und Peter ist zum Beispiel so, wir filmen halt in unserer Freizeit auch sehr gerne. Ja, ich weiß. Diese Kombination, das da mit Peter zusammen zu machen und so, weißt du, du hast einen Freund mit dir und kannst das zusammen machen, ja, dann richtig was feiern gehen, saufen gehen oder so, fällt da meistens auch schon weg. Ja. Mhm. Aber es kommt mit dem Alter. Das ist schon krass. Aber zum Beispiel das Ausgehen und so mit 42 erlebe ich gerade neu. Aber du hast da echt Spaß gehabt, wo wir letztes Mal unterwegs waren. Absolut, ja, absolut. Und ich freue mich auch aufs nächste Mal, wenn wir ausgehen und so. Und ich merke auch, dass ich älter bin. Zum Beispiel, ich merke es auch daran, dass... ich denke, ich bin jung, aber wenn Frauen mich sehen, merken die, nee, du bist nicht jung. Und ich denke mir, ich bin doch ein junger Typ so. Aber da bin ich dann doch für die Frauenwelt relativ uninteressanter geworden. Doch schon. Frauen stehen doch auf reiche Menschen. Ja. Nee. Alter. Peter wieder so, ich bin mal auf einem halben Satz, 50% des Satzes ist raus. Menschen. Wir enden mit Menschen. Menschen. Das ist richtig. Aber wenn du denkst, ich denke, ich wäre so jung wie ihr. Aber das bin ich nicht. Hm? Im Kopf?
Im Kopf, ja, im Kopf bin ich das volles Ballett, aber ich bin halt einfach verdammte 42. So, und dann bin ich da so und weiß nicht, wie ich beschreiben soll, also... Die anderen sind halt nicht so 42. Nein, genau. Und wenn man so ausgeht, ist ja das Publikum, auch das andere Geschlecht dann zum Beispiel, ist ja dann auch nicht 42. Nee. Ja, auf jeden Fall, das aber es juckt mich nicht, ne? Das ist mir jetzt auch egal. Gibt aber 30 Partys. Der hat gerade kurz Shots. Nein, du hast ja recht. Waren wir ja letztes. Die U30 ist, glaube ich, auch cool, oder? Die war top. Ja, war witzig. Er war auch mit. Ja. Ab 27, ne? So ein Ding. Ja, gut. Also, ja, gut. Auch reingeraten. Ah, okay. Aber war witzig, okay. Nein, ey, voll. Ehrlich, musikmäßig war das richtig geil. Ich glaube, ja, war echt lustig. Die bekannte Lieder sind so. Glaube ich so. Ja, aber die krasser war. Viel krasser war, er hört die Musik und sagt so, boah, was ein geiles Lied. Und ich denke mir nur so, ja. Richtig. Seit 20 Jahren ungefähr. Ne? Oder seit 25 oder 28 Jahre, ne? Und dann sage ich so ganz leise, kennst du das Lied? Nee. Und du denkst nur so, wie geil muss dieses Leben sein für diesen Typen? Der geht in den Laden, da laufen nur Top-Hits und er kennt nicht ein Lied. Ja, weißt du? Das ist schon cool, ja. Ja, also, nicht ein Lied, aber du kennst ein paar nicht. Ja, so ein paar dachte ich wirklich, ey, boah, richtig geiler Track, noch nie gehört. Stark. Ja, so kann das laufen. Ja, okay. Themawechsel. Thema Auto. Wichtige Frage, die mich tatsächlich sehr entsetzt hat. Was sagst du dazu, dass der E30N eingestellt wurde? Er ist am Ende seines Zyklus. Oder sogar, dass Komplettverbrennermotoren nicht mehr gebaut werden sollen von Hyundai. Du, das ist nicht nur eine Frage von Hyundai, sondern es ist ja eine Frage der Zulassungsfähigkeit. Es macht ja keinen Sinn, ein Produkt zu entwickeln, was aber Länder nicht mehr dementsprechend zulassen. Und umso früher du diesen Wechsel machst, also musst du es so überlegen, da ist ein gewisses Budget, was ein Hersteller hat. Und jetzt sagen ja alle, 2035 ist Ende. Das macht aber jetzt keinen Sinn, wie bescheuert, bis 2035 dein Produktportfolio so weiterzumachen. Mhm. Und dann machst du den Wechsel, weil die anderen Hersteller werden ein viel besseres Elektroprodukt zu haben. Das ist genauso gut, du beschleunigst hart auf eine Kurve zu, bremst zusammen und beschleunigst langsam aus der Kurve raus. Anstatt dass du früher bremst und schneller aus der Kurve raus beschleunigst. Das heißt, das Momentum, was du mitnehmen kannst als Hersteller, das willst du ja nicht mehr so schnell aufholen. Das heißt, du musst jetzt so früh wie möglich Elektrofahrzeuge gut entwickeln, um gut im Markt dazustehen. Das macht keinen Sinn, wie zu denken, so, die Kohle nehmen wir mit bis 2035, am 31.12. Okay, jetzt Elektro. Ne? Dann sind die anderen alle schon 10 Dörfer weiter. Das heißt, da werden Hersteller dabei sein, die ihren Prozess früher beginnen mit Elektro oder die sind finanziell so stark und so in der Lage, dass sie halt zweigleisig fahren können, dementsprechend stark. Aber zum Beispiel wissen wir von einem deutschen Automobilhersteller, dass sie die Entwicklung für Benziner 2028 wird das Gebäude eingestellt. Weil dann sind ihre Entwicklungsprozesse für die Neuentwicklung Verbrenner abgeschlossen. Und dann, das ist schwer. Vor allem, wenn du ein Ingenieur bist, der wirklich in dem Bereich bist und dann sagst du, ja, wo sind meine Kolben, wo sind meine Pleuel? Also diese Wicklung. das ist halt auch nicht einfach. Das ist für die ganze Welt ein extremer Umschwung und ein massiver Wandel. Ich denke aber auch, dort werden wir werden dort auch eine Begeisterung finden. Wir werden auch unseren Weg finden als Tuner. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass ein klassischer Tuner sagen wird, boah, ich konnte früher viel mehr Umsatz machen. Ich habe neben einen Downpipe, einen Auspuff, eine Ansaugung, Zündkerzen, Kolben, Pleuel, Turbolader, alles mögliche verkauft, gone. Und ich denke aber auch da werden wir Dinge finden. Und wenn es sogar im Extremfall wirklich, weil wenn du diese Akkupacks siehst, ne? Mhm. Diese Zellen, wird vielleicht im Extremfall wirklich irgendwann darauf hinauslaufen, dass du Zellen wechselst. Dass du diesen Pack rausnimmst, wie so einen Motorswap oder einen Upgrade-Turbo, du nimmst dieses Ding raus, das ist auf dem Boden liegen, nimmst diese paar Zellen raus und tust andere rein mit einer anderen Software. Ich kann mir das vorstellen, dass das irgendwann gehen könnte, ja. Aber bist du der Meinung, dass wirklich dann in Zukunft dann alles auf Elektro geht? Alles wird nicht möglich sein. Das ist natürlich ein riesengroßer, milliardenschwerer Markt und auch, auch Millionen von Autos, die Verbrenner sind. Und da sind auch ganz viele Menschen, inklusive uns, die diesen Verbrenner ja auch wirklich behalten wollen und auch schützen und ehren und dementsprechend auch weiterleben lassen wollen. Darüber reden Fabian und ich des Öfteren, eine Enteignung wirklich sehe ich nicht umsetzbar auf der Welt. Dass ein Land jetzt sagt, so, pass auf,
Wir haben gesagt, es ist keine Neuwagen mehr, aber wir haben uns auch überlegt, ihr dürft auch eure Gebrauchten nicht mehr zulassen. Das heißt, das sind ja dann Millionen von Menschen, die ja nicht mehr mobil sind. Und selbst wenn du sagst, in 5 Jahren darfst du deinen Verbrenner nicht mehr haben, das geht ja auch nicht, weil der Gebrauchtmarkt von deinem erwerbten 1.000 Euro Auto bis zu deinem 300.000 Euro Auto wird keinen Wert mehr haben. Das heißt, du würdest ja Währungen, Aktien, du würdest ja komplett den ganzen Weltmarkt zum Stopp bringen. Das ist nicht möglich. Selbst wenn du 10 Jahre sagst, in 10 Jahren geht es nicht mehr. Selbst dann würde ja dann dein Wert, das geht nicht. Die Aussage in dem Moment, wo die getätigt wird, egal wie viel Zeit die hinten dranhängen, würde ja diesen Effekt schaden. Ja, schaden. Sofort, ja. Also selbst wenn ich sage, in 50 Jahren ist das in dem Moment, genau. Ist ja das gleiche, wie wenn ich sage, in 3 Jahren. Somit denke ich mal, muss der Planet das einfach meiner Meinung nach aussitzen, bis irgendwann im Jahre 2100, 200 irgendwas, der letzte Verbrenner auf der Autobahn so fährt und dann ist er kaputt. Und irgendwann wird der Tag kommen und dann muss dieser Mensch auch seinen Treibstoff bestellen online, dann wird er ihm zugeschickt. Keine Ahnung, sowas wird, denke ich mal, kommen. Oder wir werden noch, jetzt sage ich was Böses, wir werden noch mal wach und verstehen, dass die Infrastruktur und der Verbrennungsmotor mit einem anderen Treibstoff. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich mir viel Gedanken darüber mache. Ja, ich auch. Weil das wäre ja, es gibt es ja theoretisch schon, es wird halt nicht so ein hoher Augenmerk, so ein hohes Augenmerk draufgelegt, genau. Aber es wäre halt so viel einfacher, theoretisch. Aber irgendwie auch sinnvoller. Aber es ist sehr gefährlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Als Beispiel, ich habe es sogar auf dem Tisch. Die Lösung steht hier auf dem Tisch. Das ist sie. Das da wäre die Lösung. Sie würde sogar Milliarden sparen. Nur wir haben irgendwann haben sehr große Lobbyleute den Weg eingeschlagen, dass wir das nicht machen. Aber dass die sollte unten den Boden aufreißen, all das machen, die Bauarbeiten, der Traktor, der Bagger, der laufen muss mit Diesel und all das ist ja alles Schadstoffausstoß zum Erstellen von diesem Ding. Alles, auch die Batterien, das Recycling. Yeah. Das, ja. Ja. Ich bin ja grundsätzlich auch nicht gegen Elektro. Aber ich auch nicht. Alles nee, überall nicht. Sollte ich auch nicht. Beides im Einklang weiterentwickelt werden. Genau. Ja. Weil das ist einfach dumm, dass auch selbst die neuen Fahrzeuge, dass die einstellen, die ganzen Werke jetzt. Die Technologie ist auch so weit vom Verbrenner. Warum das nicht nutzen und noch besser machen? Und dann wieder. Und wir haben ja schon, man muss ja sagen, die Entwicklungskurve im Schadstoffausstoß beim Verbrenner ist ja geisteskrank. Das ist ja eine Leistung, wo wir den Ingenieuren gar nicht wirklich genug Dank zollen. Das ist ja einfach hingenommen. Ja. So, aber der Schadstoffausstoß 1980 zu 2022, wir haben quasi aus diesen Abgasen Luft gemacht. Ja. Aber nein, jetzt werde ich wieder ein bisschen böse, aber nein, das ist dann gewissen Lobbyleuten oder gewissen Gruppierungen einfach nicht genug. Einfach nicht genug. Ich möchte, dass das aber so ist. So soll das sein. Das hat nichts mit Umwelt da zu tun. Es geht einfach um Geld. Ich denke, da ist auch viel Dickkopf bei. Ja, das auch. Ne? Dass man auch diese Verbesserung der Werte gar nicht wirklich erkennt, sondern, da kommt aber, ist immer noch was. So, aber dann wirklich sich angucken, dass dieses Elektroauto fährt ja auch nicht von Luft und Liebe. Ne? Und wir werden den Schadstoffausstoß viel besser noch hinkriegen für Elektrofahrzeuge. Das werden wir auch verbessern, genauso wie das Auto wir verbessern konnten. Das heißt, das Elektroauto wird auch irgendwann noch schadstoffärmer unterwegs sein, das stimmt. Aber ich finde trotzdem die Herangehensweise echt zu radikal. Voll daneben. Ganz krass. Ja, machen wir weiter. Ja, ich merke auch. Aber ich glaube, bis jetzt habe ich gut die Kurve bekommen. Das kann man sogar so zeigen. Bei den letzten Male Frage-Antwort-Videos, da wurde auch viel entfernt. Schade für euch, ne? Aber jeder, das Gremium hier sagt, nee, Gremium, das sparen wir uns. Weil manchmal bin ich merke ja selbst an mir bei solchen Frage-Antwort-Videos, dass ich es jetzt schon versuche, so zu sagen, dass ich weiß, so schafft es ins Video. Also. Ja, so, nächste Frage. Glaubst du, du würdest ohne Vorbereitung jetzt nochmal die Fahrschultheorie- und Praxisprüfung bestehen? Ja. Ja. Ich glaube schon. Challenge accepted. Also die Prüfung, also die Fahrprüfung auf jeden Fall. Ja. Das wäre wirklich witzig. Wir können auch ja. Fahrschullehrer, oder? Das muss ich auch machen. Ja, aber schriftlich. Also es gibt aber auch immer heikle Stellen, wirklich ja, ich heikle weiß. Straßen, wo man einfach kurz durchsäbelt, weil man sich denkt, so. Oder selbst wenn nur ein Stoppschild oder sowas nicht lang genug stehen bleibt oder sowas.
2 Sekunden. Also Stoppschilder. Guck mal, ich komm gerade aus Los Angeles, das ist die Welt der Stoppschilder. Ja. Ne? Also da ist ja das Fahrsystem anders. Ja. Ne? Und die nehmen ihre. Also der Erste, der ankommt am Stoppschild, ja, ist der, der auch als erstes weiterfahren darf. So, aber da hast du dann halt Kreuzungen, wo wirklich sehr viele Stoppschilder sind. Da musst du dir genau merken, du, ja, und jetzt ich. Ja. Genau. Okay. Aber die nehmen ihre Stoppschilder schon ernst. Also. So ein Peter in der Situation. Ich würde einfach warten. Also abends. Ich fahre alles. Alles. Nee, aber nachts rollst du schon so ran an so ein Stoppschild und fährst dann weiter. Ne? Das ist schon okay. Ja. Aber tagsüber? Wenn irgendwo jemand anders einer steht, ich würde warten. Also vorbeifahren erstmal und dann fahre ich. Geht. Ganz lieb lachen. Ja, genau. Ja. Einmal zeigen. Bitte schön. Ja. Jetzt habe ich jetzt noch nicht die nächste weitere gelesen. Was sagst du zu dem BMW 3 Liter CSL? Den 3.0er CSL? Also BMW, welchen genau meinst du? Den 3.0 CSL, der massig Kohle kostet. Genau, der, okay. Der Wagen wurde mir auch angeboten, wo ich mich sehr geehrt fühle von BMW, weil das ja sehr wenig Autos sind. 50, genau. Da bin ich auch sehr dankbar für. Doch dieses Auto war mir dafür zu teuer. Und ich bin ja immer sehr direkt und sehr ehrlich und so und offen. Das Auto hatte mir auch zu wenig Modifikationen am Fahrzeug selbst, für das, was es kostet. Und vor allen Dingen auch im Verhältnis dazu, wie der Prototyp war. Der Prototyp sah nämlich so aus und das Auto sah so aus. Wäre er natürlich so gekommen wie der Prototyp, take my money. Aber ist er nicht. Und da merke ich auch an mir, dass es mir nicht geht um den Sammlerwert und die Wertsteigerung, sondern ich will auch, für mich müssen Autos auch wirklich schön sein. Wenn das Auto dementsprechend das nicht für mich erfüllt, dann nein. Auch wenn es mir angeboten wird. Ne? Also auch von Porsche wurden mir in der Zeit nochmal andere Autos angeboten. Die haben ein sehr hohes Potenzial für eine sehr hohe Wertsteigerung. Aber wenn ich da nicht ganz das fühle, I don't do it. So, dass Autos schön sein sollen, ne? Deiner Meinung nach. Was hältst du vom Ferrari F40 mit Liberty Walk? Nicht gut. Ich finde das Auto nicht gut. Das ist wirklich ein Auto, wo ich sage von mir aus, das Serienauto ist das schönere Auto. Tut mir leid. Die Seitenlinie ist durch diese Einkerbung in der Tür und diese klassische Ferrari-Linie in der Seite, ist das Auto sieht nicht besser aus. Sorry. Mhm. Nee. Was ist das denn für Instagram und für junge Leute, die einfach viel Auswölbung wollen und viel Felge und viel breiter, die sagen jetzt, das ist ja doch viel besser, viel fetter. Ja. Das ist richtig, aber für mich ist es nicht das schönere Auto, auf gar keinen Fall. Ein F40 LM, ne? Ich sage extra, was ihr googeln müsst, damit ihr das Bild einmal macht. Ich kenne das Auto. Okay, ein F40 LM mit den LM-Rädern gegen das Auto. Da ist das Serienauto das schönere Auto. Meine Meinung, ne? Ist immer meine Meinung. Und nicht mich. Das ist keine Regel. Volles Rohr. Das finde ich zum Beispiel immer noch in den Kommentaren, dass Leute, zum Beispiel beim 34er war das so, die Leute haben immer noch nicht, es gibt immer noch, aber ich habe verstanden, dass es muss solche Leute geben und ich kann auch zum Beispiel auch meine Meinung sagen, das sind Leute, die für meiner Meinung nach etwas dümmer sind, dass Leute immer noch kommentieren, das ist hässlich, das muss so. Das ist falsch. Meiner Meinung nach. Das, weil du musst ja, das ist ja eine Welt, so jeder hat ja sein Ding. So. Ja. Wenn du das besser findest, kannst du deinen so machen. Mhm. Aber du kannst ja nicht dem anderen sagen, das ist falsch, das muss so. Und wenn sie das jetzt hören, würden sie sagen, ja, so war das ja nicht gemeint, du weißt ja, wie ich das meine. Nein. Und wir wissen es nicht. Nur in der Mathematik gibt es ja richtig und falsch. Aber genau. Alles andere ist Interpretation, Wahrnehmung. Auf jeden Fall. So, und somit sagen die Leute halt einfach immer noch, sie benutzen die Sprache immer noch nicht fair und richtig und bilden sich halt einfach ein, dass ihre Meinung, wie sie das gut finden, das ist richtig. Mhm. Und auch wenn das 90% so finden, dann ist es ja immer noch nicht richtig. Wie Peter nämlich klugerweise sagt, Propeller-Peter, ihr könnt ja eigentlich ein kurzer Propeller-Peter-Einspieler rein. Das ist richtig. Nein, aber nur in der Mathematik ist es so, dass es wirklich eindeutig ist. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Okay. Ja, und die Leute, wir schaffen es ja momentan, finde ich, noch diese hohe Kurve an Unterhaltung und Comedy und Lustigkeit und Erklären und Fahren und Auto in einem Video zu bekommen. Also momentan bin ich sehr, sehr happy, wie lange wir das... Ist aber auch, ganz ehrlich, da ist ein Applaus wert für uns alle, ne, für mich sowie für euch. Es ist mehr Kraft, die wir brauchen. Ja. Ich sag's, wie es ist, weil wir... Ja, wirklich das jeden Tag machen, oder? Dass wir diesen Comedy-Spaßfaktor wirklich jetzt bis in den März rein transportieren? Ja. Mhm. Es ist Aufwand. Das ist viel Aufwand.
viel Aufwand. Deutlich, es ist deutlich mehr Kraft. Teilweise doppelter Aufwand, weil wir dann noch das bedenken und dann noch das mit einbinden und ja. Also im Prinzip fängt ja alles eh beim Film an. Ne? Genau, also geht da los, aber halt auch bei euch in der Nachbearbeitung. Ne? Und dann bin ich auch so, wo ich mir denke, boah, da war eine Steilvorlage, aber das ist jetzt zu viel Aufwand. Und dann, ne, weil manchmal sind ja Steilvorlagen da, wo ich mir denke, ach komm ey. Und dann haben wir auch manchmal in der Gruppe, komm, Minute 26, 36, da ist einer, den musst du eigentlich machen. Das hilft doch, wenn wir einfach als Team da arbeiten. Weil, ja. Weil manchmal, man schneidet halt, die haben trotzdem Druck, weil wir jeden Tag immer abliefern müssen. Und dann nehmen das ganz anders wahr, wenn ihr das jetzt nochmal guckt oder so. Ja, ja. Dann ist das super, wie wir da zusammen. Ja, finde ich auch. Find ich auch. Oftmals sind vielleicht auch Sachen, wo ihr nicht genau euch sicher seid oder euch vielleicht auch nicht traut und denkt, ist das jetzt zu viel. Ja. Wir gucken drauf und sehen das und denken, ja, kannst du auf jeden Fall einen Witz machen. Ja, ja, also auf jeden Fall, da bin ich echt happy. Und ich finde auch, wie der Kanal so momentan ist, wie er jetzt ist, so gut war er noch nie. Plus, da kommt keiner ran. Ist frech gesagt. Aber wenn ich mir angucke, was andere Kanäle so machen, vor allen Dingen im Automobilbereich, also North Front, aber das ist Dienstagvorschrift, so gefühlt für mich. Und auch in der Länge und in der Menge, in der Dichte, mit den Reisen, mit den Fliegen, machen, tun. Und ihr wisst ja noch gar nicht, was noch auf euch zukommt, weil wir produzieren die ganze Zeit eine andere Videoserie, die aufwendigste, die wir je quasi gemacht haben. Und die Videos produzieren wir, die brauchen ja Zeit, aber die zeigen wir euch noch nicht. Das heißt, es ist doppelter Aufwand momentan, was aber später erst kommt. Und da bin ich echt, echt happy, dass ich auch die Kraft habe nach jetzt 11 Jahren, 10 Jahren. Ja, das ist echt krass, das ist wirklich viel Zeit. Und Daily Base Video, eine Menge Videos. Ja, eine Menge. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, aber das ist ja auch, was man dazu sagt, es ist halt nichts irgendwo raus. Also jetzt auch wirklich noch von irgendwie anders, aber es ist halt kein Streaming-Highlight oder sowas, was du eh schon irgendwie machst, sondern das ist halt immer wieder neu aufgenommen, immer wieder, ne, das ist halt nicht irgendwie aus irgendwas zusammengeschnitten. Und immer Geld. Ne? Genau, und es ist halt immer Power, die dahinter hängt. Das ist ja zum Beispiel kein Geld. Ja. Das ist zum Beispiel, diese Videos sind ganz klar bei uns auch wirtschaftlich so gesehen, das ist ein Video, wo wir aber auch Spaß dran haben, dass wir euch einfach ganz kurz abholen und ein bisschen was quatschen so, aber das ist kein Geld, aber alles andere, ist nicht, ja, heute zeigen wir euch, morgen montieren wir. Nein, ihr müsst mal genau gucken. Mittlerweile ist ja auspacken, montieren, fahren und noch was anderes. Diese Teile fliegen ja nicht aus dem Himmel. Ne? Ja. Mhm. So, und früher haben wir auch so noch angefangen. Erste Video zeigen wir, dann montieren wir nur das, dann montieren wir das. Und ich weiß einfach, ihr guckt das schon so lange, ich kann euch nicht mehr, was mein ganz selten vorkommt, nur noch ein Fahrwerk um die Ohren hauen. Manchmal kommt es dann vor, so, aber manchmal kommt es vor. Ja, aber selten. Aber genau, dann kommt Fahrwerk und nochmal Felgen und dann gehen wir nochmal woanders hin und machen nochmal das und das. Ja, es kommt nur vor, wenn Teile zu spät kommen und richtig. Das ist dann. Oder man bestellt was falsch. Ja, oder man bestellt. Die Vielfalt ist einfach viel krasser geworden. Viel krasser. Aber sieht man auch, denke ich mal, ich weiß jetzt nicht, Kommentare sieht man das auf jeden Fall sehr viel. Ja. Gerade liest man das in jedem Kommentar, in jedem zweiten Kommentar gefühlt. Das ist schön, auch die Dankbarkeit. Das ist auch voll, sehr, sehr schön. Voll, ja, das ist echt toll. Voll. Und auch, dass die Leute quasi, wenn ein Video, ich weiß natürlich auch, dass manchmal Videos dabei sind, die nicht ganz mithalten mit anderen, aber die Leute gucken trotzdem. Und das ist das, was unser Publikum, finde ich, ausmacht, dass wir das zusammen machen. Weil wenn das nicht geguckt wird, ist das schlechter. Und dann gibt es so ein Publikum, die ihren YouTuber nicht belohnen und einfach nicht gucken, weil das... Das ist scheiße. Ne? Aber so kriegen wir diesen ganzen Ball nicht zum Laufen. Und wie ich schon tausendmal gesagt habe, ist, wir müssen leider jetzt gerade echt sehr, sehr viel Kohle zusammenkratzen, weil wir unfassbar hohe Investitionen vor der Schnauze haben. Aber ich möchte das so machen, dass ihr davon eigentlich nichts mitkriegt. Und das ist schwer, merke ich gerade. Weil wir wirklich... Ja. Ja. Gott sei Dank haben wir alle Autos gekauft, deswegen dürft ihr da nicht böse werden. Wenn ihr dann sagt, ey, der braucht Kohle und dann kommt das Auto. Die Autos sind, die dann kommen jetzt demnächst, die sind teilweise 2 Jahre, 1,5 Jahre schon da. Mhm. Ne? Also da nicht sagen, hey, der sagt da Kohle und dann kauft er so ein Ding für so viel Kohle. Ich bin aber auch froh, dass die Autos langsam kommen, weil ich die auch gerne mal fahren möchte. Genau, und dann kommen die Autos Stück für Stück. Und dieses Jahr kommen noch eine Menge Brecher. Ich habe mich verknallt in ein Auto in L.A. Oh, ich hörte davon. Wie? Ich habe mich in ein Auto verliebt. Ach so. Soll ich es sogar sagen? Das Auto, was du gefahren bist. Warum nicht? Nein. Ah. Nein, ich sag's. Ja, warum nicht? In den neuen Civic Type R. Nein. Tega krass. Tega von vorne, breite Kotflügel wie so ein RS4, Heck krass, Motor krass, Innenraum krass, Honda-Verarbeitung ist sowieso top. Also Civic Type R, jetzt so für i30 N-Boys, sorry, aber das doesn't compare. 30 auch ähnlich? Nee. Nee, das ist teurer. Das ist teurer. Deutlich teurer. Motor ist was?
ist ein 2 Liter Turbo, mhm. Frontantrieb, mhm. 265er Reifen, ja, mhm. genau so habe ich auch geguckt. Auf dem Parkplatz gehe ich dann drum rum und sehe 265, Digga, what? Nein, das ist Kotflügel breit. Kotflügel ist breit, aber ein schönes Auto. Also ich war komplett, ich war richtig verknallt. Der Vorgänger war ja ein bisschen sehr krass verspoilert so und sehr piki-piki so. Das ist der nicht mehr. Der jetzige ist wirklich, also ich habe mich echt richtig verknallt. Richtig, richtig geil. Jetzt muss er nur mal gut fahren. Ja. Aber sowas hätte ich gerne und da sind wir gerade irgendwie dran. Ja komm, hau noch einen raus. Bisschen abgespaced so eine Frage? So? Ja. Wenn die Welt untergeht, kannst du dir ein Leben auf dem Mars vorstellen? Ja, voll. Ich würde gerne auf einem Planeten leben. Ja? Siehst du, die Frage wollte ich vorhin auch noch stellen. Ich sage nein. Doch, voll gut. Ob der Mars jetzt so wirklich so der Superburner wäre, aber ich glaube, dass er halt gerade nur in so einer Warteschleife ist, dass wenn er dementsprechend seinen Sauerstoff und seine Sachen bekommt, dass er auch ruckzucki sich ändern würde in der Farbe. Aber stellt euch mal wirklich vor, neuer Planet, grün. Keine Straße, kein Haus, kein gar nichts. Wir können atmen. Wir bringen unsere Sachen hin. Und du baust deine Pflanzen an. Die wachsen, du isst. Und du bist eine neue Zivilisation mit IQ. Mit IQ. Also nicht Uga-Uga, Steine aufeinander kloppen, ne, und gucken, was passiert. Sondern nein, wir haben Technologie und haben einen blitzeblanken Planeten. Der Staat verteilt so Einheiten an Grundstücke. Du hast dann dein Grundstück und so. Und oh, Propeller Peter als Präsident. Ja. Ich kümmere mich um euch. Ja, okay. Von Riesensachen zu Riesensachen. Aber das ist ja eigentlich eine riesige Tätigkeit, irgendwie Sachen darüber zu kriegen. Wie sind wohl die Riesenschiffe auf die Bootsmesse gekommen? Das habe ich schon mal gesehen auf der BI. Also die, wenn ja dann später von Hamburg oben kommen die runter, das sind so riesen Sattelzüge, wo die Dinger draufstehen. Das geht relativ schnell. Und dann so ein Kran, der hebt die dann da so ab. Das geht sogar relativ schnell. Okay. Aber das Thema Messen-Videos finden wir allgemein lustig. Wir haben noch, wie viele Messen in petto? Ich glaube 4 Stück insgesamt rausgesucht. Ja, ja. Auch lustige. Die nächste Messe, die nächsten beiden Messen sind natürlich logisch, welche kommen. Das ist ganz logisch, ist einmal Motorrad und Techno-Klassiker. Da haben wir sehr viel Freude. Ich freue mich auch schon tierisch drauf. Die Motorradmesse hat heute begonnen. Nee. Gestern. Gestern. Sagt er montags. Genau, und Motorradmesse freue ich mich sehr drauf. Ist auch echt faszinierend, wenn wir Motorradvideo machen, wie viele Firmen sich bei uns melden und wollen, wollte der endlich ein Video machen davon und hiervon und das und so. Das finden wir alles interessant, nur wir müssen das wirklich schön sauber dosieren, weil Motorrad-Content ist schwierig. Von der Umsetzung her und von der Legalität ist das eine Sache. Wie lange haben wir eigentlich gerade hier? Wir haben schon 48 Minuten. Ja. Komm, ein Letzte. Ein Letzte noch. Das ist der Letzte, was hier ganz oben steht. Willst du verraten, worauf sich die Zuschauer nächste Woche eventuell freuen können? Oder eher nicht? Teaser oder nicht Teaser? Nee, wir schieben doch. Schieben wir das um eine Woche? Hattet ihr doch gefragt. Jetzt seid ihr mal live dabei. Schnitt. Nein, warum Schnitt? Wir wollten noch schieben eine Woche. Und er meinte, Flo, nee, das nur zu mir. Wenn dann Flo. Wir haben uns mental schon vorbereitet, dass nächste Woche die Videos laufen, die jetzt letzte Woche geredet hat. Habt ihr es doch vorbereitet? Ja. Ja gut. Müssen wir aber nicht. Wir können nämlich auch eine schieben, können wir ruhig machen. Fände ich gar nicht so. Okay. Obwohl, dann kommt das Motorradthema ein bisschen in die Quere. Dann würde das sehr spät kommen, das Motorradmessen-Video. Doch, dann wird es spät kommen. Dann könnte nämlich Motorradmesse kommen direkt nach der Woche. Mhm. Weil wir kriegen es nämlich nicht mehr davor hin. Das schaffen wir nämlich nicht. Oder doch? Doch. Können wir nochmal in die Planung gleich reingehen? Ja, wir gucken nochmal in die Planung rein. Ich seid immer live dabei. Ja. Aber wir haben momentan wie viele Videos auf, also gedrehte, umgeschnitten? Mit den neuen, mit diesem anderen langen Thema? Boah, ich würde tippen. 15? Nee, mehr. Meinst du? Ja. Ja, mit der Reise jetzt? 20. Achso, nee, das weiß ich ja nicht, was wir gedreht haben. Ich sag 24 Videos. Dann 24 Videos haben wir gedreht, noch nicht geschnitten, auf Lager für euch und das ist natürlich auch schon für mich sehr beruhigend und macht mich auch locker. Kannst auch theoretisch gleich in Urlaub gehen. So, hab euch ganz so lieb, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, die Sonne kommt langsam raus, ich hoffe, das ist auch Freitag immer noch der Fall. Und es wird ein ganz toller Sommer, aber gleichzeitig kann ich euch sagen, es ist auf jeden Fall das holprigste, schwierigste Jahr, sage ich jedes Jahr, aber dieses Jahr ist es ganz safe so, vielleicht können die beiden noch ganz was dazu sagen. Dieses Jahr beginnt, Herr Kubik, kommen Sie mal. Seien Sie mal so offen, wie Sie können. Seien Sie mal so offen, wie Sie können und beschreiben Sie mal, wie dieses Jahr unternehmerisch beginnt. Dafür, dass wir jetzt heute Anfang März haben, ich muss kurz auf den Kalender gucken, würde ich sagen, dass das, was an Geräusch
bis jetzt passiert ist, glaube ich, das Maß voll macht für eigentlich schon 3 Jahre. Obwohl wir gerade erstmal so den Monat 3 dieses Jahres schreiben. Und da sind Sachen passiert und vorgekommen, wo man eigentlich gedacht hätte, das gibt's nicht. Das wird nicht passieren. Ja, nicht nur, dass das nie, sondern das gibt's gar. Also da waren Sachen bei, wo ich überrascht war, dass es das gibt. Ja. Das ist leider das, wie offensichtlich. Wisst ihr auch nicht. Also es sind ja viele Sachen, die alles, was so im Verborgenen passiert, so die... Wir können jetzt gerade nur ein bisschen was zusammenbasteln. Ja, aber... Genau. Ja, nee, das ist schon... Mit Peter habe ich gerade kurz drüber gesprochen. Mhm. Also das sollte auf jeden Fall nicht im Ansatz so weitergehen, wie es gestaltet ist. Das würde... Dann wird das echt... Das dann wird es für mich auch... Dann wird es schwer für mich, weil ich möchte natürlich das auch nicht immer an euch weiter abladen und sowas. Da habt ihr nichts mit zu tun. Ich möchte euch gute Laune geben. Und dass das, was wir jetzt teilen an schlechter Laune, ist, denke ich mal, okay. Das ist fair, dass wir das Überblick bekommen. Das ist ja ein Frage-Antwort-Video. Ja. Aber das Pensum an... außerordentlichen Ereignissen. Ja, und auch an Kraft. Dass man sich selber motiviert. Also die Kraft, die wir aufbringen, ist ja schon hoch, aber die Kraft, die du on top aufbringen musst und auch interne böse Sachen, die da passieren, das sage ich ganz direkt, ist böse und unfair und nicht selbstverliebt und gierig. Ja. Mhm. Und so, reicht es aber auch vom Wochenende. Für schlechte Laune. Das nehmen wir jetzt, das schieben wir jetzt zur Seite und jetzt gehen wir wieder zurück zu der Stimmung von gerade und wünschen ein wunderschönes Wochenende. Wiedersehen. Tschüss.